Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jeden Mittwoch vor der Tagesschau informiert sich Coop seit Jahren über alles, was aktuell, neu und günstig zu haben ist. Es freut mich, dass ich Sie nach der Sommerpause in unserem neuen Studio begrüssen darf. Es gibt aber noch eine weitere Neuheit. Seit dem letzten Montag gibt es noch eine zusätzliche Sendung von Coop. Teleskop kommt jeden Mittag im Schweizer Fernsehen vom 12:30 bis um 1 mit Reportagen, Tipps, Interviews und Studiogästen. Präsentiert wird die neue Sendung abwechslungsweise von Corinne Waldmeier und Reto Peritz. Beide sind heute bei uns im Coop-Mittwochstudio. Herzlich willkommen. Hallo. Sali. Reto, was ist das Spezielle am Teleskop? Teleskop ist eine tägliche Mittagssendung von Coop mit unterhaltenden und informativen Elementen drin. Wir schauen ein bisschen hinter die Kulissen von den alltäglichen Sachen, die man jeden Tag braucht. Und morgen haben wir in der Sendung eine Reportage über die Herstellung der berühmten Schokobranche. Corinne, viele Zuschauer kennen dich aus der Sendung Wohnduell. Was hat dich gereizt, bei Teleskop mitzumachen? Ich kann von dieser Sendung einen Haufen profitieren. Einerseits durch die vielen guten Tipps, die man bekommt, und andererseits ist es für mich als Moderatorin eine ganz neue Herausforderung. Vielen Dank, Corinne und Reto, und viel Erfolg bei Teleskop. Auch Sie daheim können mitspielen und gewinnen im grossen Teleskopspiel und mit etwas Glück ein Auto, Reisen oder Warengutschein gewinnen. Schon wegen dem sollte man am Mittag unbedingt einstellen und Teleskop nicht verpassen. Das Kernstück von Teleskop ist aber das Rezept von Betty Bossi mit Klinggarantie und in voller Länge zum Nachkochen. Morgen zum Beispiel gibt es einen Wurst-Gemüsewok mit Tagliatelle. Und wir gehen schnell schauen, was unsere Kollegen dort vorbereitet haben. Wie geht es unserem Wokgericht? Ich bin noch ständig am Rühren und am Rühren. Und dann am Schluss kommen noch ein bisschen Sherry-Tomaten rein. Das brötelt man jetzt so schön. Ich tue hier inzwischen das Wasser aufsetzen. Die kommen nämlich gerade hier rein. Ja, prima. So. Jetzt wird es angerichtet. Das heisst, bei den Fettuccine, die sind immer sehr lang. Da muss man ein bisschen zielen und schauen. Gut. Das geht prima. Hoppala. So, dann. Seht das Resultat, genau. Das ganze Rezept können Sie übrigens wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung nachlesen. Bei mir ist jetzt ein alter Bekannter, der Armin Amrain. Herzlich willkommen. Grüezi miteinander, Sally Susanne. Im Rezept haben wir als Beilage Tagliatelle gesehen. Das sind doch eigentlich Nudeln, ein bisschen kommuner ausgedrückt, oder? Ja, dem kann man so sagen. Wobei der Italiener genau unterscheidet zwischen den Fettuccine, den noch breiteren Pappardellen oder der feineren Tagliatelle, wie die hier von Coop Natura Plan. Teigwaren kleben ja schnell mal zusammen. Hast du da einen Tipp, wie man das verhindern kann? Teigwaren sollte man in viel Salzwasser kochen. Mindestens im Verhältnis 1 zu 5. Dann ein bisschen Öl dazu tun. Das verhindert nämlich das Überschäumen. Teigwaren darf man auch übrigens nie zudecken. Denn sie sollten können sprudeln, damit sie sich nicht am Boden festsetzen. Und wie lange muss man sie kochen? Da muss man einfach ein bisschen probieren. Wenn sie den richtigen Biss haben, also al dente sind, sofort abschütten und mit ein bisschen Kochwasser, Anken oder wer will, ein bisschen Olivenöl vermischen. Wie wir vorher gesehen haben, gibt es mit Teigwaren schnell mal etwas Gutes. Du hast uns sicher auch noch eine Rezeptidee mitgebracht. Richtig. Tagliatelle kochen, im Zitronenanken innen schwenken und zum Beispiel mit einem feinen Stück Fleisch vom Grill servieren. Danke, Armin. Gerne geschehen. Das war es für heute. Statt daheim oder im Restaurant ist man immer mehr auch im Büro oder unterwegs und kocht selber weniger. Die Antwort von Coop auf den weltweiten Trend ist eine vielfältige Palette von genussvollen Gerichten fertig zum Essen oder fertig zum Kochen. Mehr über die neue Linie von Betty Bossi dann in einer Woche. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen und denken Sie daran, morgen die Mittagssendung Teleskop nicht verpassen.